Moin, liebe Journalisten. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem 12. Spieltag. Der HSV empfängt morgen um 20.30 Uhr den 1. FC Köln zum Montagsspiel. Es sind 51 Karten für das Spiel bislang verkauft worden. Habt ihr gewettet, oder? Und ca. 3.000 bislang an Köln. Die Tageskassen haben aber sowohl für Heim- als auch für Gästefans morgen geöffnet. Bei mir ist unser Cheftrainer Hannes Wolf und wir starten auch gleich mit euren Fragen. Kurzes Handzeichen, dann kann es losgehen. Kai-Uwe Hesse von der Bild-Zeitung. Wang war ja mit auf dem Platz und hat ja auch ganz ordentlichen Eindruck gemacht, so wie man das so von außen sehen konnte. Wie sieht es denn von innen aus? Ja, genau so. Er hat gestern hat er nur ein paar Tage Pause gehabt, hat gestern schon einen Aufbau gemacht, war schon am Ball. Hatte da schon auch ein paar, also individuell ein paar intensive Bewegungen und heute war es ja ein volles Training mit Sprinten, Schießen, Hochspringen, engen Situationen und das hat er sehr gut verpackt, hat gut trainiert und ist damit einsatzbereit, was uns sehr freut. Also kaderbereit? Ja, einsatzbereit, ja, auf jeden Fall. Kai Schiller vom Hamburger Abendblatt. Jani Cic war nicht dabei. Habe ich irgendwas verpasst oder hat er irgendwas? Ja, nee, der war. Ja, ihm ging es heute Morgen nicht so gut. Also in Richtung kleiner Infekt. Und das kann jetzt in zwei Richtungen gehen. Entweder merken wir morgen, dass es nicht geht. Oder es wird jetzt über Nacht besser. Was ja manchmal auch so ist, dass es einen kurz packt und dann geht es wieder. Und das wissen wir dann morgen früh, ob er dabei ist. Simon Brasch von der Mopo. Herr Wolf, können Sie schon sagen, wie der Kader aussieht? Oder ist es noch nicht öffentlich? Nee, kann ich jetzt noch nicht sagen. Dadurch, dass wir nicht wissen, was mit Vasi morgen früh ist, haben wir einfach gesagt, dass wir es morgen früh entscheiden, damit es auch keine Notwendigkeit ist, jetzt zu tun. Und deswegen wissen wir es wirklich auch erst morgen früh. Jurek Rohrbeck von Sky Sport News. Oh, das wird teuer. Schöne Grüße. Ist ja auch so ein bisschen das Duell der Torjäger, Terodde gegen Lasogga. Was eint die beiden oder was unterscheidet die? Wie würden Sie das beurteilen? Ja, es sind beides. Simon durfte ich ja zum Glück kennenlernen in Stuttgart und auch einen weiten Weg mit ihm dann gehen. Auch einen sehr guten Weg damals gehen. Sind beides einfach sehr, sehr gute Neuner, die wirklich da in der letzten Linie spielen, die da vorne Bälle ablegen können, die aber vor allem natürlich auch Tore machen können, da wo Tore fallen, in der Box, nach Bällen von außen, die da das Gespür haben, die Körperlichkeit, sich da durchzusetzen und natürlich auch die Effektivität und deswegen gibt es da durchaus Parallelen. Wer ist gefährlicher? Das kann man so natürlich nicht sagen. Ich hoffe morgen, Pierre, das wäre schön, aber es sind auch Spieler, die natürlich auch Bälle brauchen, die du sehr gut in Szene setzen musst, weil sie oft ihre Tore auch mit einem oder zwei Kontakten machen. Und da gibt es schon eine Abhängigkeit auch davon, was die Mannschaft macht. Und da brauchst du erstens gute Bälle, zweitens aber auch Laufwege um sie rum, dass sich nicht alles auf sie fokussiert. Bei Simon musst du halt aufpassen, weil er, selbst wenn du ihn mal auch eine längere Zeit nicht so siehst, ist er einfach extrem eiskalt und hat auch die Persönlichkeit, dann einfach zu warten und zu wissen, dass irgendwann ein Moment kommt und da müssen wir einfach die ganze Zeit wach sein, um ihn zu verteidigen und wir müssen auf der anderen Seite Pierre in eine gute Position spielen. Erwarten Sie einen offenen Schlagabtausch und für die zweite Liga vielleicht ein ungewohnt offenes Spiel? Das wird man sehen, es kommt dann auch drauf an. Das sind schon beides, also Markus wird nach vorne spielen wollen, ich möchte es auch gerne. Kommt auch drauf an, wie Gegenpressing funktioniert. Wenn du jetzt ein sehr, sehr gutes Gegenpressing hast, dann gibt es keinen offenen Schlagabtausch, weil du dich dann einfach festsetzen kannst. Das gilt für Köln aber genauso, wenn wir Bälle erobern und können es dann aus dem Gegenpressing nicht befreien, dann ist es eher so, dass man sich festsetzt. Und das hat viele Facetten. Es wird mit Sicherheit auch sehr unterschiedliche Phasen geben in dem Spiel, Phasen, wo wir auch leiden müssen, wo wir einfach mal richtig verteidigen müssen und auch akzeptieren müssen, dass du vielleicht mal gedrückt wirst, hin reingedrückt wirst, aber es wird mit Sicherheit auch Phasen geben, wo wir Köln leiden lassen können und dann geht es darum, dass du die ganze Zeit alles gibst, um in diesen ein, zwei Momenten dir das Spiel entscheiden, um die auf deine Seite zu kriegen. Hamburg gegen Köln klingt wie Bundesliga.
Ist doch Bundesliga, zweite Bundesliga. Ist mir auch Schnuppe. Ist ein super Fußballspiel. Da geht es um einiges, aber nicht um alles. Nicht um unser Leben, aber um viel. Weil wir uns da vorne festsetzen wollen, weil wir natürlich auch mal unabhängig vom Ergebnis dieses Erlebnis morgen Abend voll nehmen wollen für die Leute, die auch kommen, für die Fans, die kommen, auch für uns und einfach mal versuchen, daraus einen besonderen Abend zu machen. Und ja, der Rest, gucken wir, wie es dann weitergeht für beide Vereine. Wir machen in der dritten Reihe weiter. Hallo, Bessler von Sat1. Ist das auch so ein bisschen auch ein Symbolcharakter Köln-Hamburg im Kampf um den Aufstieg morgen? Auch das, was vielleicht die Fans da erwarten? Ja, das sind dann Themen so drumherum und natürlich ein besonderes Spiel. Montagsabends sind keine anderen Fußballspiele, das heißt, da gucken alle hin. Das ist schon eine Bühne auch, aber das sind dann Themen drumherum. Das, was mich jetzt betrifft und was uns betrifft, ist nur die Art, wie wir Fußball spielen und da stürzen wir uns drauf. Da gibt es ein bisschen was zu gewinnen. Du kannst aber nicht alles verlieren. Also erstmal eine gute Situation und dann einfach alles reinlegen und Vollgas geben. Gerne die doppelte Mopo, Florian Rebin und Simon Brasch. Herr Wolf, für Sie ist es ja auch gleichzeitig die Heimpremiere hier im Volkspark. Mit was für Gefühlen blicken Sie da auf Ihr erstes Spiel in Ihrem neuen Wohnzimmer? Konzentriert. Ich werde versuchen zu helfen. Es geht voll um die Spieler, was der Mannschaft hilft. Und ich bin darauf konzentriert, das so zu machen, dass es ihnen hilft und dass wir da bestmöglich durch dieses Spiel gehen. Das Abschlusstraining war heute ja schon etwas ungewöhnlich öffentlich. War das eine Idee von Ihnen oder von den Spielern oder von den Fans? Ich habe eingesehen, dass es hier kein nicht öffentliches Training gibt. Ab und zu will ich trotzdem mal zumachen, damit ich es euch nicht zu leicht mache. Aber es ändert ja nichts, weil es kommt eh raus. Es gibt ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, den Abend vor einem Spiel zu verbringen. Wie handhaben Sie das? Dürfen die Spieler zu Hause schlafen oder gehen Sie ins Hotel? Nee, wir gehen jetzt erst morgen ins Hotel. Also trainieren morgen, treffen uns zum Training und gehen dann ins Tageshotel. Es ist ein sehr, sehr langer Tag. Wenn du jetzt losfährst, ja, weiß nicht, ob du da unbedingt Energie gewinnst. Geht auch anders, also gibt es nicht falsch und richtig. Wir haben uns dafür entschieden, dass die Jungs heute zu Hause schlafen und dann dementsprechend wir morgen ins Hotel gehen. Also wenn ihr jemanden in der Stadt trefft, schickt ihn nach Hause. Martin Sonnleitner von der Welt. Herr Wolf, nach der kurzen Zeit und der schnellen Taktung natürlich des Tagesgeschäfts schon mal Zeit für ein kleines Mini-Zwischenfazit? Nö. Noch nicht. Sehr wohl. Ja, sehr wohl. Macht viel Spaß bis hierhin. Dann machen wir weiter mit Michael Maske vom NDR Fernsehen. Sie haben das eben schon mal angedeutet, Spitzenspiel, ausverkauft, Montagabend, Flutlicht. Wie groß ist die Vorfreude denn bei Ihnen? Ja, nochmal, ich freue mich hier zu sein, die Mannschaft trainieren zu dürfen in diesem Verein und freue mich auch darauf. Aber vor allem bin ich konzentriert, weil ich kann das jetzt nicht als Fan genießen und mich mal entspannt zurücklehnen, sondern werde natürlich versuchen, Einfluss zu nehmen und auf das Ganze, auf den ganzen Ablauf. Und da muss man sich vorher schon ein bisschen konzentrieren und auch diese Spannung, diese Energie aufbauen, um dann voll da zu sein. Und wie erstklassig fühlt sich das an morgen? Die Überschriften Spitzenduell, Bundesliga-Duell? Ist mir egal, wir haben einen sehr guten Gegner und trotzdem das Gefühl, dass wir eine Chance haben, das zu lösen. Und das zusammen sollte uns an unser Leistungslimit bringen, weil wenn du Respekt hast vor dem Gegner und trotzdem das Gefühl hast, dass du es schaffen kannst, dann ist das erstmal eine gute Situation. Lars Pegelow von NDR 90,3. Herr Wolf, das Stadion wird sehr voll sein morgen und Sie haben ja auch die Auswärtsunterstützung jetzt zweimal auch schon mitbekommen, die in Wiesbaden natürlich dann auch zu weit ging. Gibt es von Ihrer Seite einen Wunsch in diese Richtung oder einen Appell vielleicht, das zu lassen? Das ist ja auch schon hier in diesem Stadion passiert von den HSV-Fans. Klar, das habe ich ja schon jetzt auch mehrfach gesagt, aber gerne nochmal, die Unterstützung ist fantastisch. Einfach kein Feuerzeug mitnehmen, höchstens zum Rauchen, aber muss auch nicht sein, ist auf Dauer nicht gesund. Deswegen einfach nichts anzünden und dann Vollgas geben. Stefan Walter vom Abendblatt und gerne direkt danach Kai Schiller ebenfalls vom Abendblatt.
Sie hatten als damaliger Stuttgart-Trainer nach der vergangenen Wintertransferperiode, in der Terodde nach Köln gewechselt ist, gesagt, ja, es kann schon sein, dass er sauer ist, weil er ein paar Mal nicht gespielt hat. Hatten Sie seitdem Kontakt mit ihm, jetzt so ein paar Monate später? Wissen Sie, ist er noch sauer auf Sie oder wie fällt der Kontakt aus? Nein, wir haben immer wieder Kontakt gehabt und ich von meiner Seite habe unglaublich gute Erinnerungen an die Zeit, weil er in der Phase, wir erleben ja jetzt gerade, was die zweite Liga bedeutet und in der Phase, wo es echt um sehr viel ging, einfach gefühlt in manchen Spielen den ganzen Verein Huckepack genommen hat und dann einfach so viele Tore geschossen hat. Und dann haben wir immer auf einer sehr guten, respektvollen Ebene zusammengearbeitet, dass sein Wunsch dann irgendwann war, nach Köln zu gehen. Das hat dann auch mit Heimat zu tun, mit Familie zu tun. Und wir sind dann auch ganz sauber und im Guten damals schon auseinandergegangen. Und ich habe nur gute Erinnerungen und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es ihm ganz anders geht. Ich erlaube mir mal eine Frage abseits des Topspiels von morgen. Haben Sie eigentlich den Spiegelbericht gelesen über Football Leagues? Interessiert Sie das? Haben Sie dazu eine Meinung? Ganz Deutschland diskutiert das, Fußball Deutschland diskutiert das ja jetzt eigentlich seit 2 Tagen. Und wie finden Sie das Ganze? Ja, das Problem ist, das war, glaube ich, bei Spiegel Plus, ne? Was? Es gibt sogar Print noch heutzutage. Ja, das Heft hat sich diese Woche nicht gekauft. Und bei Spiegel Plus konnte ich es nicht öffnen, dann habe ich mich auf was anderes konzentriert. Deswegen so ganz genau bin ich nicht im Thema und ja, habe es jetzt auch nicht versucht einzusteigen. Florian Rebin von der Mopo nochmal. Es wurde ja schon viel über die Stürmer gerade gesprochen. Ein Erfolgsgarant steht bei Ihnen hinten im Tor, ja? Die letzten 5 Spielen, glaube ich, ein Gegentor, die letzten 3 Spiele kein Gegentor. Wie schätzen Sie Julian Pollersbeck ein, nachdem Sie jetzt ihn ja knapp 2 Wochen kennengelernt haben? Sie haben ja auch in Stuttgart schon erstklassige Torhüter trainiert. Ja, der Eindruck ist positiv. Man muss immer nur aufpassen mit so Bewertungen. Aber er ist schon weit, gute Ausstrahlung, hat ein, zwei Bälle, auch ein, zwei richtig gute Paraden gehabt. Aber war auch in allem klar, was er gemacht hat. Auch im Training und deswegen bin ich damit bis hierhin mit ihm total zufrieden, auch wie er sich einbringt. Er hat auch vorher schon gut gespielt, also hat er nicht die ersten zu null Spiele und bin da froh, dass er bei uns ist und hoffe, dass er sich auf dem Niveau natürlich stabilisiert und morgen auch für uns ein entscheidender Faktor wird, weil wir werden versuchen, alles wegzuverteidigen, aber ich vermute, dass es trotzdem ein paar Abschlüsse geben wird und dann wäre es natürlich fantastisch, wenn er dann da ist. Kai-Uwe Hesse von der Bild-Zeitung nochmal. Was war denn für Sie bisher gefühlt Ihr größtes Spiel als Trainer? Boah, das kann ich nicht sagen. Es waren also in der Öffentlichkeit kommt es ja erst in dem Moment an, wenn du im Profibereich ankommst, weil es vorher einfach nicht so viele Leute mitkriegen. Aber es war in den ganzen Jahren, waren so viele Momente, wo du wusstest, wenn du das jetzt schaffst, dann geht das gut weiter. Und wenn du es nicht schaffst, dann halt nicht. Und deswegen kann ich das nicht sagen. Es waren ganz, ganz viele gefühlt extrem wichtige und besondere Spiele. Kann ich auch nicht von der, es hat mit der Liga auch nichts zu tun. Also ich denke da auch an Bezirksligaspiele von 2007 oder so. Also da waren ganz viele knappe Momente und oft hat es geklappt. Gut, ich sehe kein Handzeichen mehr. Dann herzlichen Dank für das Interesse an der heutigen Pressekonferenz. Allen noch einen schönen Tag.